Also ein kleiner Einschub. Ich habe hier ein neues WPF-Projekt und in anderen Projekten hatten wir ja bereits die Command-Patterns implementiert, aber auch die Basisklasse für die View-Models, dieses Notifiable Base-Object oder Base-View-Model, wie auch immer man das nennen will. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kann ich das machen, ohne dass ich hier einfach Copy-Paste mache, dass ich trotzdem diese Klassen, diese Funktionalitäten verwenden kann. Eine Option ist natürlich hier zu sagen, Add Existing Item. Und wenn ich sage Add Existing Item, dann muss ich nicht unbedingt, also dann wird standardmäßig ins Projekt reinkopiert. Ich kann es aber auch nur verlinken. Das mache ich jetzt mal. Und hier habe ich eben diesen Eintrag und auch das Delegate Command. Und ich kann die jetzt einfach Add sagen, dann würden sie kopiert. Ich kann sagen Add as Link. Und durch Add as Link sehe ich auch hier, dass hier so ein Link-Symbol ist. Das heißt, die Datei ist jetzt sozusagen nur als Verknüpfung herin, aber ich kann sie verwenden. Das ist natürlich schön, das ist natürlich toll. Was ist der Nachteil oder der Vorteil? Je nachdem, wenn man sehen will, ändert sich dieser Code in dieser Datei, dann ist es natürlich auch für die anderen Projekte entsprechend geändert. Aber ich muss sie natürlich auch neu kompilieren, damit diese Änderung dort auch wirklich sichtbar ist. Eine andere Möglichkeit wäre jetzt zu sagen, ich mache eine Klassenlibrary. Also Add New Project und zwar eine Class Library. Und diese Class Library nenne ich jetzt zum Beispiel WPF Basics. Und ich gebe diesen Code eben entsprechend dort rein. Das heißt, ich mache hier eine Klasse, das Notify Able Base Object und ich gebe hier die entsprechende Klasse rein. Natürlich noch die Namespaces hinzugegeben. So, und natürlich auch das gleiche noch fürs Delegate Command. Also Steuerung Shift A für Add New Class, Delegate Command und ich habe hier die Klasse fürs Delegate Command. So, was ist wichtig, wenn ich das so mache? Oder was ist der Vorteil? Jetzt habe ich hier eine Class Library, also das wird eine DLL. Eine eigene DLL, wenn ich kompiliere und diese DLL beinhaltet jetzt diese Funktionen. Ab jetzt sind auch die Sichtbarkeiten der Klassen wichtig. Wer das gerne vergisst und direkt mit der Klasse anfängt zu programmieren, hat das Problem, dass er die nicht verwenden kann im anderen Projekt, weil die Standardsichtbarkeit von Klassen ist internal. Und internal heißt nur im gleichen Projekt verfügbar. Wir müssen die Klassen auch public machen. Ja, die Klasse ist jetzt in diesem Namespace und damit ich die auch hier herum verwenden kann, muss ich den Verweis hinzufügen. Also Dependencies aufmachen. Und hier sagen Add Project Reference, rechte Maustaste, Add Project Reference zu WPF Basics. So, jetzt gibt es hier eine Projektreferenz und ab jetzt sind in diesem Namespace auch, die kann ich wieder weggeben, die entsprechenden Klassen verfügbar. Also eine Möglichkeit oder der Vorteil jetzt ist, ich generiere eine eigene DLL, ich kann diese DLL auch direkt referenzieren hier. Ich muss nicht als Projektreferenz, ich kann es auch als DLL referenzieren. Ich kann die als NuGet-Package zum Beispiel verwenden und oder publizieren und dann auch als NuGet immer verwenden. Auch das geht natürlich und habe dann auch noch zusätzlich die NuGet-Versionsmanagement-Sachen. Wie das geht, habe ich schon mal in einem anderen Video gezeigt. Ja, der Vorteil ist auch, ich kann theoretisch diese DLL dann in den fertigen Projekten, in den installierten Verzeichnissen einfach austauschen. Sollte es darin einen Bugfix geben, dann muss ich die Originalprojekte gar nicht neu kompilieren. Ja, das ist eigentlich ganz nett. Wichtig wäre immer, damit man es vielleicht nicht zu so faken kann, ja, DLLs, Assemblies immer zu signieren. Rechte Maustasteneigenschaften signed Assembly. Und dann hier ein neues Zertifikat erstellen und das Kennwort dazu geheim halten. Dann
wird das Ergebnis, die DLL, aber auch das Projekt selbst, zum Beispiel, wenn man es dort auch macht, digital signiert und es ist fälschungssicher. Es ist nicht so leicht für Reverse Engineering, Refactoring etc. anfällig. Gut, also das nur ein kurzer Einschub. Welche zwei Möglichkeiten habe ich eigentlich, bestehenden Code wieder zu verwenden? Einmal als Projekt oder einmal externe Dateien reinzuverlinken. Dann gibt es den Source immer nur einmal. Denn wir wissen ja, durch Copy-Paste sterben Eichhörnchen und das wollen wir ja doch vermeiden. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.